Ja, YouTube, ich bin Slot. Weiter geht's mit Mordor, also Mittelerde, Mordors Schatten. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Hauptmission gemacht, dann ist mir irgendwie die Aufnahme abgekackt. Ich habe das trotzdem gerendert. Wir sind dann im Prinzip stehen geblieben, hier unten irgendwo bei der Hauptmission. Geht jetzt hier direkt weiter, wir machen auch direkt die nächste Hauptmission weiter, nur dass, wenn ihr euch dann wundert mit dem Übergang so ein bisschen, ja, dass die Folge, die hier vorgekommen ist, am Ende so abgehakt ist. Das konnte ich da irgendwie nicht besser schneiden. Das hat mich irgendwie auch tierisch abgekotzt. Aber naja, gut, egal. Wir machen jetzt an der Stelle hier weiter. Wir werden ein bisschen Hauptmissionen machen. Dass wir da mal ein bisschen in den Prozentzahlen ein bisschen vorauskommen. Weil wir hatten ja geguckt in den Fähigkeiten, dass wir endlich dann halt die Uruks da übernehmen können, die Urukai. Ja, das ist ziemlich cool mit dem Brandmagen. Da will ich jetzt hin. Danach können wir dann alles ein bisschen infiltrieren hier. Diese ganzen Macht... Kämpfe und diese ganze Scheiße, die hier alles rumhängt, machen wir auch noch alles. Wir haben bis jetzt 25% des Spiels geschafft. Ja, ich denke, hier können wir noch ein bisschen Karten aufdecken. Machen wir aber gleich. Wir reisen jetzt erstmal hier rüber und werden dann eine der nächsten Hauptmissionen machen. Müssen mal gucken, welche wir nehmen. Wir sind da jetzt vom Kämpfen her, beziehungsweise ich vom Handling her, komme ich jetzt ein bisschen besser klar. Ich bin ein bisschen besser geworden. Am Anfang war es echt eine Katastrophe. Es war echt schwer, muss ich wirklich sagen. Also das... ja, mit dem Kampf, weil das sind halt so viele Orks, die kommen, es ist halt so schwer, da die Leute dann zu killen, aber naja, egal. Was ich noch mal ganz kurz gucken wollte, wollte ich hier, okay, da muss man Überlebensherausforderungen machen, muss man die scheiß Pflanzen und sowas sammeln und die Spinnen töten. Das mache ich ganz zum Schluss, weil das ist ja echt viel Lauferei, das wollte ich nicht in den Parts verschwenden. Ja. So, jetzt haben wir einmal hier die eine Wahrheit, Gollum giert danach an den, zu den leuchtenden Herren zu den Artefakten zu finden. Okay, das war, glaube ich, das, was wir auch teilweise gemacht haben in dem letzten Part. Müssen wir jetzt mal gucken. Ah ja, und ich habe das Kostüm gewechselt. Ich bin jetzt hier The Dark Fucker. Ja, wir haben dann von Talion hier zum dunklen Waldläufer gemacht. Wenn wir eben schauen, was das für ein Auftrag ist. Schnelle Gnade. Er verfluchte seine Feinde, löste sie mit seinen Pfeilen von ihrem Leiden. Formel die Legende des Bogens Aska. Das machen wir mal eben schnell. So, 15 Uruks innerhalb von 30 Sekunden mit Hilfe von Schnellschüssen. Eine Schnellschüsse. Ah, das sollen Schnellschüsse sein, aber cool. Ach, sind das erste. Ich brauche Elben. Elbe Geschosse sammeln! Leute, oh, was ist denn das hier? Ist ja richtig was los hier. Oh, und ich treffe überhaupt nicht. Obwohl die hier alle vor meiner Nase genau stehen hier. Irgendwas schon sammeln, ich habe noch 6 Sekunden. Halt die Zeit an. 1. 2. 3. Oh, das war knapp. Aska Navi, fertige mich für den Ringschmied als Lohn für seinen treuen Dienste. Was? Gehen jetzt ab hier. Du hast die Legende deines Bogens Aska zur Hälfte vollendet. Aska wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde ihm eingraviert. Beende, um die Legende um deinen Bogen zu vollenden. Okay. Okay, da gibt's jetzt keine Rune, die wir da abspielen können. Einfach ganz toll, was wir jetzt hier. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Waffen und Runen. Okay, da waren wir gerade. Da haben wir ja jetzt nichts Großartiges freigeschaltet. Die Verbesserung wollte ich mal schauen. Ja, den Fähigkeitspunkt haben wir noch, weil wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit zu brandmarken. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier runter müssen. Konnte man einfach... Nee, man musste dann den Weg auch gehen, ne? Schleichaufzehrung. Kampfaufzehrung. Nein, das ist eine eigenständige... Fähigkeit hier brandmarken, ja, auf 10.000, bla. Ja, ich habe gestern ein bisschen gefeiert, ich bin so ein bisschen neben der Spur. So, 610 haben wir, 1050. Ja, also die Runenplätze hier, das ist immer so, mehr Elbengeschosse und Gesundheitswert finde ich dann doch schon cooler. Ufer als Sturm, ja, da kommen wir noch hin. Oh, jetzt habe ich ja die ganzen Orks hier am Arsch hängen.
Ja, die dürften mich aber jetzt auch nicht sehen. Ich bin ja jetzt schon verschwunden hier. Ich muss zwischendurch mal was trinken, entschuldigt bitte, aber ich bin so dehydriert von dem Alkohol von gestern, dass ich total den Durst habe. Gut, so, das reicht aber auch mit dem Rumgejallere. Wir werden uns jetzt mal einen schönen Pilz reinziehen hier. Einen schönen Pilz. Und dann machen wir jetzt mal die Hauptmission hier weiter. Alter. Was tust du denn hier, Alter? Ich rede mit dir ab. Ciao. Der Kopf geplatzt. Ja, Geistesblitz. Da hole ich schon mit der Faust am Boden. Das ist nämlich kacke. Ich muss nämlich hindricht machen. So, Gollum geht nach, ja, danach dem leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu finden. Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal, ne? Mir ist nicht ganz sicher. Das ist immer kacke, wenn die Aufnahme abkackt. Also das ist echt für den Arsch. Nun, wo ist er? Dein Freund ist entweder ein Lügner oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Ach ja, genau, hier war ich ja stehen geblieben beim letzten Mal. Genau, hier waren wir stehen geblieben. Und dann ist mir die Aufnahme kackt. So war das nämlich, da wollte ich mich Gollum folgen, genau. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Da haben wir... Ich würde sagen, da rennt mir ein Karagor rum. Und schon mit der Ruhe hier. Dem müssen wir ja nicht begegnen. Muss ja nicht immer unbedingt sein, ne? Hoch hier mit dir, hoch mit dir. Gollum. Diese Türme sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderung. Ehrlich ist alles scheiß, jetzt sind sie Ruinen, vergraben in der Finsternis. Haben wir ihn schon gefunden. Ein Grauk. Ich kann sagen, es ist ein Grauk, ne? 20 Männer, um das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir ihm einen anderen Weg. Habt ihr mich gesehen oder was jetzt hier? Ich kann mich werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Locke den Grauk von der Höhle. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Ach so, okay, ich soll jetzt hier den Karagor darunter schießen? Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Ich kann jetzt die Höhle betreten. Ja, guck mal, einfach ein Insta-Gar. Der Grauk des Todes hängt in der Luft. Gole. Was haben wir Warum hier? Überrascht mich Gole, das nicht? Ne? Kommt her, Freunde. Kommt her, meine Freunde. Ich mache euch alle platt. Sieht aber der Grauk kommt ja nicht zurück, oder? Den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Ja, was auch sonst? Soll der Karagor den Grau platt machen, oder was? Nachtgeschöpfe, Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Nach dem Artefakt der Vision, okay. Ist das nicht eine Spinne, die ich killen muss? Ja, das war eine Spinne, die ich killen muss. Das sieht nach Artefakt aus. Perfekt. Thank you.
Der Facker sieht doch ein bisschen aus wie Sauron von den Augen. Ist das Sauron? Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Nur ihr könntet solch Unmut erschaffen, Celebrimbor. Celebrimbor? Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch... Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich formte Mittelerde. Ich fertigte die Ringe der Macht. Ach du Scheiße, jetzt kommt der Brauch auch noch. Flieh, du Narr. So, was hat er jetzt gesagt? Der Schattenangriff halte L2 gedrückt und tippe X, um versetze dich augenblicklich auf den Aufenthaltsort deines Ziels. Das ist ja krass. Und das ist ja richtig cool, Leute. Nice, nice, nice. Hey, komm, mach keinen Quatsch hier, mach keinen Quatsch. Kein Quatsch machen hier, du kannst ja schnell rennen, Type. Du kannst schnell rennen, komm. Das ist echt cool gemacht. Komm hoch mit dir, zieh dich hoch! Er zieht sich nicht hoch, Alter. Freak. Haupt arrested aber auch, alter Vater, ey. Auf nimmer Wiedersehen. Da ist Gollum, die Drecksau. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein! Nein! Leuchten der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böse Waldläufer. Ich weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz. Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja. Und dann führt er uns zu ihm. Ja, sauber. Dann kann sich der Gollum erstmal, die Schätze suchen. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Ja, Celebrimbor, das hatten wir jetzt auch schon. Ich will aber wissen, wann ich die Verbesserung freigeschaltet habe, dass ich brandmarken kann. Das würde ich gerne wissen. Wird durch das Spielen der Hauptaufträge freigeschaltet. Die Ringe ja, wir haben in der letzten Zeit ja viel Scheiße nebenbei gemacht. Mal gucken wir mal, wo es jetzt hier weitergeht. Boah, jetzt haben wir hier wieder freigeschaltet ohne Ende, ne? Ja, machen wir. Aber auch erstmal ihn ja jetzt. Die Ausgestoßene mit Hirgon. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja. Die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Die Nazgul. Ja, müsste jedem auch ein Begriff sein, die Nazgul. Kennen wir, ja. Aus der Herr der Ringe. Diese verschissenen Reiter. So, wo sind wir denn jetzt hier? Was gibt das denn jetzt hier? Die Ausgestoßenen. Hieron hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er mehrere Männer. Schleich dich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen.